Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es hat sich in den vergangenen Tagen schon abgezeichnet. Die Lage ist ernst, das Coronavirus verbreitet sich dynamisch weiter. Und auch wir in Heilbronn haben nun die 7-Tage-Inzidenz von 50 gerissen. Ihr Schutz, liebe Bürgerinnen und Bürger, ist uns nach wie vor das wichtigste Anliegen. Wie auch das Funktionieren unseres Gesundheitssystems und der Wirtschaft, sowie die Aufrechterhaltung des Kindergarten- und Schulbetriebs. Deshalb gelten in Heilbronn von nun an strengere Regeln, wie in vielen anderen Städten auch. Ich appelliere an alle, nehmen Sie Rücksicht auf sich, aber auch auf andere. Seien Sie vorsichtig und umsichtig. Wir müssen alles tun, um das Infektionsgeschehen zu verlangsamen. Jeder Einzelne, jede Einzelne kann und muss dabei mithelfen. Deshalb gibt es nun Beschränkungen für private Feiern. Wenn sie in privaten Räumen stattfinden, dürfen maximal 10 Personen teilnehmen. In gemieteten Räumen maximal 25. Und ohne konkreten Anlass dürfen sie sich überall nur noch zu 10 treffen, auch in der Öffentlichkeit. Wir wissen, dass das manche von Ihnen hart treffen wird, weil Sie Geburtstage oder Hochzeiten nicht wie geplant durchführen können. Gerade bei privaten Feiern haben sich in den vergangenen Tagen aber viele Menschen angesteckt, weil sie im vertrauten Kreis nicht sorgfältig genug auf die Regeln geachtet haben. Also passen Sie auch da besonders auf. Das Virus ist überall. Wie wichtig eine Mund-Nasen-Bedeckung ist und welchen Schutz sie bietet, wissen wir mittlerweile alle. Wir dehnen deshalb die Maskenpflicht aus auf Märkte und auch auf die Fußgängerzonen der Heilbronner Innenstadt. Auch in den Schulen ab der 5. Klasse müssen Kinder in Heilbronn im Unterricht jetzt Maske tragen. Und überall gilt: so viel Schutz wie nötig und so wenig Eingriffe wie möglich. Jeder ist gefordert, seinen Beitrag dazu zu leisten. Wir alle. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese herausfordernde Zeit. Wir werden es miteinander schaffen. In diesem Sinne, Ihnen allen eine gute Zeit.